Vor allem neue Ideen, was wir in Aarau machen könnten. Ja, das interessante Vorträge. Einfach, was andere Kliniken für Systeme verwenden und wie die mit dem Ganzen umgehen. Mit Technologie oder mit Erneuerungen, die einfach den klinischen Alltag erleichtern sollen. Ja, das ist interessant zu sehen, ob die Industrie und Elsevier und die Krankenhäuser in die gleiche Richtung denken. Das wollen wir heute sehen, wie weit sie sind, ob unsere Ideen schon so weit sind und möglich implementierbar sind oder ob es noch ein paar Schritte braucht. Elsevier is a big name, so I'm here also to discover what is going on. Ich komme selber von einem Systemintegrator, bin also im Vertrieb tätig. Ich finde es natürlich sehr spannend, wenn wir hier zusammenkommen zum Thema Vernetzung Gesundheitswesen, weil wir selber in diesem Bereich unterwegs sind und solche Plattformen zur Verfügung stellen. Und es ist natürlich sehr spannend, wenn wir die Endkundenmeinung zu diesem Thema hören. Viele Informationen zum Thema Clinical Decision Support, neue Leute kennenlernen. Ja. Ich bin aus Heidelberg vom Universitätsklinikum und wir führen derzeit die digitale Kurve mit einem CDSS-System ein. Mein Name ist Jürgen Graf, ich bin ärztlicher Direktor hier des Universitätsklinikums Frankfurt. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Es werden jedes Jahr mehr zur mittlerweile fünften gemeinsamen Veranstaltung Clinical Decision Support. Das Symposium ist ja noch nicht vorbei, das heißt, ich warte, was noch kommt. Der Grund ist, ich bin dieses Jahr Chefarzt in Frankfurt im Bürgerhospital geworden und war davor 12 Jahre an der LMU in München. Hab viele Pläne, was die Digitalisierung in meiner Abteilung angeht. Es geht um die Implementierung einer digitalen Dokumentationssoftware im Bereich der Anästhesie und der Narkoseführung. Ich bin mit wenig Erwartungen hergekommen, weil ich nicht so genau wusste, auf was ich mich einlasse. Ich finde den Spagat zwischen reiner IT und Informatikern und aus meiner Sicht klinische Anwendung spannend und finde das ein gelungenes Symposium und vor allen Dingen ein gelungenes Zusammenkommen verschiedener Berufsgruppen. Ich habe mir vom Symposium praxisorientierte, aber solide Beispiele erwartet. Das wurde erfüllt. Insofern kann ich sagen, bisher Gratulation zu diesem sehr fundierten und praxisorientierten Symposium.